schön in diesem Laden. Wir sind unterwegs in Hamburg. Mit dem Zug. 9-Euro-Ticket. Und um 4:30 sind wir auf der Stadt. Jetzt sind wir gleich im Saal. Könnt ihr das sehen? Das schauen wir uns nicht an, weil wir uns umstellen. Aber wir schauen uns Göttingen an. Und was noch? Hildesheim. Schönes Frühstück. Naja. Das ist mir natürlich lecker, muss man schon sagen. Heute wollen wir Hamburg anschauen. Jetzt sind wir schon im 5. Stock. Wir sind zu Fuß gelaufen, weil der Aufzug kam nicht. Jetzt gehen wir mal weiter. 6. Wir müssen in den 7. Oben. Gut gemacht. Das ist Kreislauftraining. Zimmer. Jetzt aufgesperrt. Geht es so rum oder so rum? Es geht verkehrt rum. So. Okay. Wer hat mir jemals gesagt, dass ich das machen muss? Und du musst die Karte wieder rausziehen, bevor du drückst. Weil es muss ein grünes Licht erscheinen. Wo ist das grüne Licht? Ah! Grünes Licht. Ding dong. Das andere kannst du schneiden. War ja wohl nichts. So. Dann passiert, jetzt werden Zähne geputzt. Meine zuerst. Ich bin die Erste. Ui, ui, da wird schwarz. Oh Gott. Guck mal. Schwarz. Oh, oh. Da brauchen wir Regensachen. Hey, wir brauchen Regensachen. Regenjacke. Mitnehmen. Warum haben wir keinen Schirm? Wir haben keinen Schirm. Das ist schon ein ziemlicher See auf der Straße. Und die Füße werden auf jeden Fall nass. Das Witzige ist, der wäscht gerade sein Auto da unter dem Dach. Sehr nett. Naja gut, wir warten jetzt mal ab, bis es nicht mehr ganz so duscht. Und dann gehen wir los. Sieht man so aus. Bang. Mhm. Bang. Bang. Heli? Ding. Setzen Sie sich. Rosi? Ist schön, ist oder? Ha? Es ist es. Dieses Millionenprojekt, oder wie viele Millionen waren es? 107, oder? 1000 oder so. Ich weiß es nicht mehr, sagt es mir. Ich glaube, fast eine Milliarde. Oh, oder so. Es war einfach viel zu billig kalkuliert. Da brauchen wir jetzt nur noch ein Liegestuhl. Dann können wir uns hier sonnenbaden. Wir wollten eigentlich noch in das Miniatur-Wunderland gehen. Ich wollte da nicht hin und ich hatte Glück. Denn es hätte 60 Euro gekostet für uns drei und es war leider ausverkauft. Das Essen kam genau pünktlich, denn dazwischen waren so viele Fans und die haben alle ein Foto wollen. In allen Sprachen. Eine heiße Ofenkartoffel mit Salat. Ich dachte nicht, dass da nochmal Salat dabei ist, aber sehr lecker, außer die Zwiebeln, die mag ich nicht. Jetzt geht's gleich rein in den Flieger. Ab geht's. Hoch fliegt nach Mallorca. Ich hab Glück, ich sitze am Fenster. Ist der Ausblick nicht himmlisch? Es ist irgendwie 1 oder 2 in der Früh, ich weiß nicht genau. Wir sind mit dem Taxi hierher gefahren. Ja, es ist unser Hotelzimmer und der Ausblick ist fantastisch. Guck mal. Buenas noches. Buenas noches. Buenos dias. Schönen guten Morgen. Jetzt kaufen wir uns ein kleines Wasser oder ein großes Wasser lieber, denn es wird sehr heiß heute. Bei so viel spanischer Sonne, kristallklarem Meer und neuen Inspirationen haben wir in den 4 Tagen auf unserer Insel einen neuen Sali Bonani Video gedreht. Und wir haben noch eine Überraschung für euch. Hier ein Spoiler zur offiziellen Sali Choreografie, die wir auf unserem Hotelzimmer gerade entwickeln. Frühstück. Jetzt. Henny geht immer zu Fuß. Mhm. Wir fahren. Gehen auch zu Fuß. Gehen wir zu Fuß? Ja. Gehen wir. Warten zu lang. 4 Stockwerke. Sport. Der Tisch? 16. 16. Muss ich hier was hinhängen? Eine Tasche. Und du weißt, dass ich da. Nein, das ist Kohle drin. Kohle, Asche. So, hier sitze ich. Hier sitzt Helly. Mhm. Mal da oder da. Ja, da wird das versteckt. Ja, wenn wir da mal dann zum Steck waren. Dann sitze ich hier. In der schönen Sonne. Bitteschön. Ich sehe noch immer Palmen. Heute ist unser letzter Tag, unser letztes Frühstück, unser letzter Tag.
Ja, so ist es. Und jetzt geht's los. Honigmelone und Joghurt. Mhm. Ich freue mich, dass es heute wieder Honigmelone gibt. Bei Wassermelone sind die Fische echt rund. Und da Joghurt rein und das war's schon. Der ganze Zauber. Vielleicht eine Grapefruit? Nee, das ist jetzt gerade zu bitter. Bitte am Morgen, meine Lieben. Jetzt gibt's süß. Süß ist gleich. Das war's schon. Lecker. Also Honigmelone hat genau die Süße, die ich in der Früh mag. Nein, das sind keine Pancake-Automaten, das ist der Toaster. Das ist ein silberner Tunnel. Die Männer stehen vorne, legen den Toast rein, mindestens drei. Dann stehen sie auf der anderen Seite vom Tunnel und dann kommt der Toaster raus. Das ist praktisch die Eisenbahn. Da stehen nur Männer? Ja, weil Männer spielen gerne Eisenbahn. Wusstest du das nicht? Wusste ich nicht. Zum süßen Frühstück gibt's Kaffee. Wer darf mir heute einen Kaffee holen? Wie immer, ich. Elli, würdest du das machen? Nur sehr gerne. Oh, das ist gut. Du drückst aufs Knöpfchen und dann kommt der Kaffee raus. Süß. Ja, es gibt Süßbrot, das ist das da. Das ist dann herzhaft. Da kommt dann was anderes. Herzhaft-Teller. Aha. Süßteller mit Kaffee. Ja, ist so. Müssen wir Kaffee mal anstoßen? Aufessen. Achso. Okay. Sorry. Schönen guten Morgen. Chris hat gerade gesagt, in der Hausordnung steht, dass man die Liegen nicht belegen darf. Das machen alle hier. Und dann haben sie so Klammern oben noch, damit sie ja die Handtücher nicht runterrutschen und jemand das wegschmeißen könnte. Und so. Aber das sind keine Deutschen, oder? Nein, das sind die Spanier. Das sind lauter Spanier und Engländer. Das sind ja die Spanier sehr deutsch geworden? Nein, das ist überall gleich. Überall Wahnsinn. Auf der ganzen Welt werden Liegen belegt, obwohl es in der Hausordnung verboten ist. Ja, ich finde es immer noch blöd, dass man sowas machen muss. Man schalt an, weil sonst denkst du wieder, du hast nicht angeschaltet. Ich habe angeschaltet. Was kommt jetzt? Die herzhafte Variation. Käsebrötchen, Spiegelei und Bohnen. Spanien. Dicke, weiße Bohnen, sehr lecker. Echt? Ja. Hast du schon gegessen? Stimmt. Stimmt, hast du schon vergessen. Also was Helly alles isst, ich sag euch, es ist unglaublich. Er kann alles durcheinander essen. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er isst alles durcheinander. Jetzt nach dem Kaffee und Orangensaft und weiß nicht, was er noch alles hatte, isst er jetzt noch eine Grapefruit, sagt er. Aber er isst dreimal Grapefruit. Dreimal Grapefruit. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er kann gut verdauen anscheinend. Ich könnte das nicht. Ich muss so nacheinander essen. Und Kaffee zu süß. Schau, jetzt kommt das große Überraschungsbuffet. Ach, eine Grapefruit. Hallo? Das ist jeden Tag. Jeden Tag. Grapefruit and Day. Am Schluss gibt's den Tag der The Rainy Day Away. Die ist ja gar nicht sauer. Die ist bitter. Ja, das stimmt. Jetzt sind wir in La Palma, jetzt in einer Meile, die wir gehen können. Wir haben unsere Rucksäcke doch aufgeschnallt gelassen, denn es war kein Fließbach mehr frei. Gehen wir jetzt shoppen? Schauen wir mal kurz da rein. Für was? Mich. Schon wieder? Nur kurz. Vielleicht ein bisschen edel an. Wenn du ein T-Shirt unter ziehst, so als Überbeste. Also, dass das hier so ist. Ich weiß nicht. Haben wir meistens so. Müssen wir eigentlich kaufen. Was glitzert mir zu viel? Zu viel Glitzer. Aber es ist pudrig, oder? Was? Puder, oder? Puder. Oder? Süß, der hat Blumen da drin, wie in Italien. Haben die Spanier auch Blumen drin in den Körbchen, im Fahrradkörbchen? Das ist übrigens schon das zweite Geschäft. Ja. Luftballons. Ich bin völlig verstört. Wir mussten so lange warten auf den Flug. Und jetzt ist eine andere Fluggesellschaft in den Buscharter gefahren. Gechartert. Und jetzt gehen wir da in der Sonne und müssen uns nochmal verabschieden von Mallorca. Von der Hitze. Verstehen tun wir wahrscheinlich null. Ja, weil es so laut ist.
oh, ich weiß nicht, vielleicht 5 Kilometer sind wir jetzt schon gelaufen. Ein Stück, wir sind in Kassel übrigens, genau. Und mussten ein großes Stück gehen. Wir müssen circa 8 Kilometer. Wir haben es dem Chris nicht geglaubt, dass es wirklich so weit ist. Aber es ist so weit, es ist ein Fußmarsch bis zu unserer Pension in Waldau. Und wir waren gerade an der Fulda. Fulda, da war viel los. Da war irgendein Putzverleih und Party. Heute ist nämlich Samstag, das muss man dazu sagen. Und es ist bestimmt 32 Grad noch. Es ist sehr heiß, fast wie in Mallorca. Muss schon sagen, Sommer in Deutschland. Der Chris sagt uns das, wie lange wir jetzt noch gehen haben. Jetzt geht's los. 1 Kilometer. Also 1 Kilometer noch. Oh, dann haben wir es fast geschafft mit unserem Gepäck. Das ist gar nicht so einfach. Aber es ist wirklich 32 Grad, glaube ich, hat's noch. Jetzt kommen bald die Mücken und wir müssen jetzt den 1 Kilometer noch schaffen. Ja. Ich zeig mal deinen gepackten Rucksack. Ja, bitteschön. Ja. Oh, der schaut schon voll aus. Ja, schwer in Ordnung auf jeden Fall. Das ist hier wohl fast die heftigste Absteige, würde ich mal sagen. Aber wir haben ein gemeinsames Bad für alle. 20 Gäste haben wir ein Bad. Naja, zwei Bäder, die ständig belegt sind. Aber ich hatte Glück, ich war schneller. Ich bin ja der Frühaufsteher. Na gut. Wir hatten auf jeden Fall Stopsel im Ohr, damit wir gut schlafen konnten. Mhm. Und eigentlich ist alles gut. Jetzt warten wir nur noch aufs Frühstück. Jetzt ist das Frühstück da. Jetzt ist meine Maniküre fertig. Frühstücken. Ich bin gespannt, wie das jetzt aussieht. Hoffentlich ist eine Tasse Kaffee dabei mit Thermokanne, weil sonst wird er kalt. Ich mag keinen kalten Kaffee, ihr wisst schon. Hm? Oh, ist ja prima. Oh, mit Thermokanne. Eieiei, das ist ja toll. Guck mal. Oh, das ist unser Frühstücksplatz. Wegen Corona müssen wir hier drinnen frühstücken. Ja, auch ganz nett. Machen wir. Gerade haben mich wieder Menschen erkannt. Es ist in jeder Stadt so, dass mich Menschen erkennen und ein Selfie mit mir machen wollen. Bin total überrascht, dass sie mich manchmal erkennen mit Maske. Ich hatte jetzt noch die Maske auf und habe oft die Maske auf oder auch noch die Brille dran und irgendwie von meiner ganzen Statur, von meinen Bewegungen oder weiß ich nicht warum, sie erkennen mich einfach oder ihr erkennt mich einfach, finde ich toll und freue mich immer. Und viele schicken mir dann auch die Fotos auf Insta und ich habe sie gestern angeguckt und schon sortiert. Es ist einfach ganz viel Energie, die darüber kommt und ich freue mich. Irre. Das finde ich einfach irre. Dann hat die doch gesagt 27 und die haben mich dann tatsächlich entdeckt. Zwei davon. Und dann kamen alle 27 wollten ein Foto mit mir machen. Da hatte ich schon ganz rote Ohren vor Aufregung. In der Nacht bei der Rückreise um 1 oder 2 haben mich auch noch Leute angesprochen am Bahnhof, am Hauptbahnhof. Dann kamen noch welche aus dem McDonald's raus und haben mich nicht wirklich so erkannt, wussten nicht genau, ob ich es bin. Dann haben die das Selfie von Bahnhof gesehen und sind wieder von McDonald's runtergerannt und haben noch mal ein Selfie mit mir machen wollen. Also 1, 2 in der Früh. Muss ich mich hübsch machen? Ich mache mich immer hübsch. Immer ein bisschen. Ich sage immer, erst mal hübsch machen, dann kommen sie wieder aufs Bett. Meistens sind die Damen ja so viel hübscher als ich, aber macht ja nichts. Ich bin dann, wie ich bin, meine Güte. Sehr hübsch. Ja, sehr hübsch. In einer Minute kommt unsere U-Bahn nach Langwasser. Und jetzt fahren wir nach Hause. Und es war heiß im Zug ohne Ende. 35 Grad gefühlt. Sie haben zwar gesagt, sie kühlen ganz schön runter, weil so viele Menschen waren. Aber es wurde trotzdem heiß mit Maske und ja, viele Menschen. Ich hoffe, euch hat der kleine Vlog gefallen. Dann zeigt mir mit dem Daumen hoch und alles gut. Ja. Bis dann. Dann grüße ich noch 3 Fans. Für Le Mans. Und YouTube grüße ich Laura. Sie hat mir geschrieben, dass sie 12 Jahre alt ist. Ich grüße dich, Laura. Hab einen schönen Sommer. Und Insta grüße ich Tobias Lukas 26. Er ist ein Nürnberger und meint, wir Nürnberger müssen doch zusammenhalten. Er hat mir ein paar Follower geschickt auf Insta. Danke dir. Schönen Sommer auch dir. Von TikTok grüße ich Naila Krebs 1. Schöne Grüße. Schönen Sommer. Wir alle nochmal. Tschüss. Alles Gute.